Dann erkunden wir mal die Situation in Russland, in Moskau mit der Hilfe des Kollegen Christian Semm. Herr Semm, alle haben ja darauf gewartet, dass es Lebenszeichen gibt, zum Beispiel von Prigozhin. Jetzt hat er sich gemeldet. Was war denn seine Botschaft? Genau, seit Samstag hatte man von Jewgeni Prigozhin nichts mehr gehört und alle haben gerätselt, ist er nun schon in Belarus, ist er woanders hin, geht es ihm überhaupt gut, kann er sich überhaupt noch äußern? Und jetzt vor rund einer halben Stunde kam dann die Meldung, dass er sich geäußert hat. In einer 11-minütigen Audiobotschaft hat er nochmal seine Sicht der Dinge nahegelegt. Wir haben uns sie hier eben angehört und da erklärt er eben nochmal die Beweggründe, warum er mit seinen Soldaten diesen Marsch der Gerechtigkeit, wie er es nennt, Richtung Moskau gestartet hat. Und er betont nochmal, dass das Ziel definitiv nicht gewesen sei, hier den Präsidenten zu stürzen, sondern vielmehr hat er nochmal den Vorwurf wiederholt, den er schon zuvor auch angebracht hatte, dass die Wagner-Soldaten beschossen wurden, 30 Wagner-Kämpfer seien getötet worden. Und dagegen wollte er protestieren mit diesem Marsch und gegen die, wie er sagt, geplante Auflösung der Wagner-Gruppe durch das russische Verteidigungsministerium. Wir müssen vielleicht gleich noch mal genauer reinhören. Da war einiges drin in dieser Audiobotschaft, aber das vielleicht erstmal als erste Information und als Lebenszeichen von Jewgeni Prigozhin. Also ein ziemlich starkes Motiv, einfach dagegen anzugehen und dann einen Marsch auf Moskau zu machen. Wo ist denn der andere, von dem man eigentlich gar nichts mehr gehört hat seit dem Wochenende? Wladimir Putin, hat er sich auch geäußert? Ja, Putin hatte heute einen offiziellen Termin, aber wirklich geäußert zu den ganzen Ereignissen vom Wochenende hat er bislang nicht. Also da gibt es noch kein aktuelles Statement von Putin, dass er das nochmal weiter kommentiert hätte. Wie wird denn der Putschversuch überhaupt in Russland, in Moskau jetzt gesehen, wenn Sie mit Menschen sprechen können? Denn das ist ja auch schwierig, dass Sie ja eine tatsächlich ehrliche Einschätzung bekommen. Absolut, das ist immer schwieriger geworden in den letzten Wochen und Monaten. Wir waren heute unterwegs auf der Straße, haben die Menschen natürlich gefragt, wie sie das Wochenende erlebt haben. Und da hört man Unterschiedliches. Die einen, auch wenn das vor unserer Kamera natürlich nicht so gerne gesagt wird, weil die Menschen vor Konsequenzen Angst haben. Da gibt es schon einige, die spüren sowas wie Hoffnung und die hoffen, dass das System Putin vielleicht doch mal zu einem Ende kommt und dass es vielleicht eine Alternative gibt in Russland. Andere, die unterstützen ihren Präsidenten nach wie vor und sind an Putins Seite und werden ihn auch weiter unterstützen und sind stolz auf das russische Militär und auf die Verhandlungsgeschicke des Präsidenten, dass eben Schlimmeres für die Stadt Moskau abgewendet werden konnte. So sehen sie das. Und eine große Gruppe, die es in Russland gibt, ist, glaube ich, die der schweigenden Mehrheit, die sagen, wir wollen mit der ganzen Sache, mit der Politik und auch dem Militär und alles, was da passiert, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das betrifft unseren Alltag nicht, davon verstehen wir auch nichts. Und die ziehen sich eher ins Private zurück. Und das haben wir heute auch immer wieder gehört, dass die Leute das am Wochenende gar nicht so wirklich mitgekriegt haben, weil sie gar nicht in der Stadt waren und sich auch nicht so sehr dafür interessiert haben. Und trotzdem haben natürlich viele auch gerätselt, was war das denn eigentlich am Wochenende? Was ist denn da passiert, was man gelesen und gehört hat? War das jetzt tatsächlich ein Putschversuch? War es vielleicht doch eine Inszenierung? Durch die Erklärung von Prigozhin heute wird das Bild vielleicht dann doch auch etwas klarer. Rückt denn die russische Spitze zueinander oder zeigen sich auch tatsächlich weitere Risse dort oben in der Elite? Also in der Elite nicht. Ministerpräsident Mischustin hat sich geäußert. Es gab Stimmen aus dem Außenministerium. Und da will man auf jeden Fall Geschlossenheit demonstrieren. Und man sagt schon, ja, Russland ist gespalten und es gibt die Möglichkeit, dass man attackiert wird und dass man versucht wird, da die Elite und auch die, das Stimmungsbild und auch alles rund um den Präsidenten irgendwie, dass das befeuert wird. Und deswegen wird dazu aufgerufen, dass alle Russen Einigkeit demonstrieren sollen. Dazu hatte Präsident Putin ja auch aufgerufen, dass die Russen Einigkeit zeigen sollen. Christian Semm, herzlichen Dank für die Informationen aus Moskau.